Er ist glücklich vor dem Fernseher. Ich kann ihn noch eine Weile da lassen. Es ist Schlafenszeit für Sean. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Jetzt hat er halt seine Hausaufgaben nicht gemacht, aber naja. Kann er in der Früh im Bus machen? Das macht doch eh jeder so, also. Obwohl, mit dem Origami-Killer, wer weiß, ob es einen morgen geben wird. Nee, wir kümmern uns mal schauen. Gute Nacht, Sean. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Da weiß ich doch schon, wo ich suchen muss. Da, bitte sehr. Danke, Dad. Gute Nacht, Sean. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, Sean. Aber danke schon. Thank you.
Ein Origami. So. Dienstag 0:06 6,91 mm. Hallo. Lauren Winter. Klingelst da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Oh oh. Was will dieser Mann? Was wollen wir hier? Sind wir hier, um die Dunkelheit zu bringen? Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt! $50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Alles klar. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ach, Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Ich glaube, da haben wir einen wunden Punkt getroffen. Was wollen Sie wissen? Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja.
Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Man fand die Leiche nach 5 Tagen, eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. Eine Orchidee. Mein Sohn war das Kostbarste für mich, das einzig Gute in meinem Scheißleben. Er ist mir weggenommen worden, ohne Grund. Gehen Sie! Hauen Sie ab! Tja, ich fürchte, das wird nicht mehr viel bringen. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ich habe den Mann wohl falsch eingeschätzt. Er ist gekommen, um zu helfen. Was willst du, Arschloch? Nicht mit mir, mein Freund. Ist alles okay? Dir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Du willst wohl einen aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf! Oh.
bald, Flittchen. Oh. Sind Sie okay? Ehrlich gesagt, mir ging's schon mal besser. Oh. Wer war der Kerl? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Jedenfalls hat er eine gute Rechte. Mr. Shelby? Ja. Danke. Wir haben das Richtige getan. Erinnerung. Drücken und halten Sie die angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. Ja. Das habe ich verstanden. Ah, es geht weiter. Dienstag 8:05 Uhr. 17,27 mm.